wir gewinnen in Wien mit 3:0. Chris, deine Einschätzung zum Spiel? Ich glaube, die Zuschauer haben vor allem erste Halbzeit ein großartiges Fußballspiel gesehen, so wie man sich das vorstellt, wenn man in ein Fußballstadion geht, wo vom ausverkauften Haus gespielt und ist zum Gut reinkommen in die Partie, verdient in Führung gegangen. Dann glaube ich, war es nicht ein Schlüssel in dem Spiel, dass wir diese Phase um die 20. Minute herum ohne Gegenteil überstanden haben. Haben wir auch natürlich einen überragenden Jörg-Siebenhandel gebraucht. Und in dieser Phase war die Austria unfassbar stark. Einen richtig guten Fußball gespielt. Aber wir sind auch dann immer wieder in der Offensive gefährlich waren, haben wir einen Ajeti gehabt, der wirklich gezeigt hat, welche Qualitäten in ihm stecken. Und, ja, so ist dann eine atemberaubende erste Halbzeit zu Ende gegangen. Für die Zuschauer wird es ein bisschen ein Stimmvolumen gekostet in gewissen Phasen, aber hat natürlich auch mit der Austritt zu tun gehabt, die ein extrem gutes Fußballspiel gemacht haben. Seit der Halbzeit war dann anders. Wir haben ein paar Dinge adaptiert in der Pause. Es ist dann viel besser gelungen, die Reine einzuhalten. Wir waren enger am Mann, haben die Austria dann nicht so gut zwischen unsere Linien kommen lassen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht und das gar nichts mehr zugelassen. Und dann waren wir ständig von 3:0 mehr als die Austria. Von dem her, aufgrund der zweiten Halbzeit, haben wir einen verdienten Sieg einfahren können. Ein Sieg, der das haben wirklich was bedeutet, weil da ist nicht so einfach zu gewinnen. Von dem her waren das auch wirklich ein Big Bang. Eure Fragen bitte. Gibt es Fragen? Unser Spiel hat einen Wiedererkennungswert und das ist den Spielern bewusst. Das bringt man einfach sehr, sehr gut am Platz. In schwierigen Spielen findet die Mannschaft dann einen Platz lösen. Da finden wir Räume, wo man einfach einen Gegner wegen kann. Wir haben in der ersten Halbzeit Räume hergegeben, wo uns der Gegner wegen hat können. Auch jedes Spiel haben wir es dann auch geschafft. Das Spiel wirklich zu stabilisieren und dann im richtigen Zeitpunkt die Qualitäten gehabt, Tore zu machen. Und von dem her war es ein unglaublich reifer Auftritt in einem sehr schwierigen Spiel, in einem sehr starken Gegner. Und dann, wenn man das dann am Ende 3:0 gewinnt, dann kann man als Trainer so sagen, dass die Mannschaft das wirklich sehr reif und auch mit Qualität gelöst hat. Diesen Auftrag hätte. Das ist dann so oft so, dass der Gegner dann noch mehr Energie mit dem Stadion dann auch kriegt. Und wir waren dann in gewissen Phasen einfach zu reserviert. Wir haben unsere Linien nicht so gut durchgesehen, haben immer wieder der Austria am Ball noch Zeit gegeben, um Lösungen zu finden. Da waren wir einfach zu vorsichtig. Die Spieler haben danach viel Respekt bekommen, da nicht aufzurutschen, haben aber auch dann eine große Qualität der Austria gespürt, die einfach sehr, sehr gut positioniert waren, immer wieder die Bälle dann super zwischen den Linien gespielt haben. Da hat uns die Gegneranbindung gefehlt und die Austria hat dann einfach ihren Rhythmus gefunden in ihrem Stadion und hat dann natürlich mit enormen Energie und Druck auf uns aufgibt und dieser Druck und diese Energie und dieser Rhythmus, den die Austria dann vorgegeben hat, hat uns natürlich auch ein Stück weit verunsichert. Das ist dann im Fußball so, wenn eine Mannschaft gelingt, das Tempo und den Rhythmus vorzugeben, dass eine Mannschaft dann auch ein bisschen unsicher wird. Aber wir haben diese Phase gut überstanden, waren selber aber immer gefährlich und
waren zwei Mannschaften, die sehr, sehr offensiv ausgerichtet waren. Und wir haben es aber dann auch mit der zweiten Halbzeit geschafft, diesen Rhythmus, diese Räume dann daraus einfach wegzunehmen, nicht mehr zu gehen. Und dann habe ich ganz gewusst, dann ist die Umstellung auf 30, dann ist es, da passiert nichts mehr. Da. Aber wenn wir diese Mannschaft sind, die dann eher ein Dämmer. Es gibt in unserem Spiel gibt viele Schlüsselmomente. Es war wichtig, dass man mit einer guten Anfangsfrage in Führung gehen, da auswärts. Das war wichtig, mit dem Ausgleich nicht hinzunehmen in der Phase, wo wir einfach die Ausdruck gegangen gegen den Mannschaft. Und das war natürlich dann auch zu sehr vom Vorteil da in dieser Phase, wo es vielleicht notwendig war, das 2-0 zu machen. Ich habe keine Laufbezeit, hat lange Zeit verletzt, hat Muskelverletzungen immer wieder zurückgeworfen, so bis er dann bei der Schenkung nicht mehr zum Spielen kam. Wir haben natürlich Anleihen in seiner Spielweise gesehen, dass er vor allem in Basel gezeigt hat, wo wir gesagt haben, so ein Spieler, der kann uns natürlich enorm helfen, er kann zwischen den Linien Bälle schießen. Er bewegt sich unglaublich intelligent dann und hat natürlich einen Abschluss rechts, links und Geradlinigkeit zum Tor und diese Klassen oder halt einfach wirklich aufblitzen lassen. Nicht nur bei seinem Tor, sondern bei langer Kraft gehabt hat und da muss man natürlich Schritt für Schritt das heranbringen. Man hat gar nicht gedacht, dass er dann so lange am Platz stehen kann. War dann wirklich leer zu dem Zeitpunkt, wo man dann wechseln müssen. Aber in dieser Zeit war am Platz gestanden, es hat uns enorm geholfen und einfach gezeigt, dass er ein klassischer Stürmer sein kann, wenn er im Rhythmus kommt und wenn er dann sein Fitnesslevel wieder kriegt, dass er in dieser Phase kommt, wo er dann auch selbst die Position hat. Ich war dort liegen durch, hat man am wenigsten Torschüsse zugelassen, bis bei dem heutigen Spiel. Das war mir erst die Hälfte, sind dann schon dazu gekommen. Es macht uns sicher stark, dass man von der ersten Linie weg so einen Druck auf die Aufbaulinien der Gegner ausüben, dass wir einfach das Spiel vom Gegner nicht gezielt in unsere Räume vorab hinter die Abwehr kommen können. Dass er oft dann unser Mittelfeld drin ist und Bälle absammeln kann, vorwärts weiter, wie wir dort beziehen. Das ist so absolut das Wichtige, dass die Stürmerei sehr gut gegen den Ball arbeitet. Aber vor allem, dass man dann nach oben presst, dass auch der letzten Linie, dass sie sehr aktiv arbeitet, dass sie einfach immer wieder den Raum schließt, das fehlt nicht groß werden lässt. Von der ersten Halbzeit hätte er nicht so gut gemacht, aber im zweiten Halbzeit war es wieder bei uns. Ich bricht nicht auf, wo ich mir am liebsten sitze, weil dann wird wieder falsch interpretiert, aber das denken glaube ich alle anderen Trainer auch irgendwo da drinnen. Ich denke, wenn man sich am liebsten gern ganz oben sieht, dann ist man auf einem Platz. Aber ich habe es immer gesagt, wir haben in Österreich einfach eine Mannschaft, die in anderen Sphären spielt. Und da war es für uns einfach ein großes Ziel, diesen Abstand zu reduzieren, den wir im Vorjahr gehabt haben. Und ich denke, es ist dann nicht so immer wieder der Fokus ergebnistechnisch zu richten. Mein Fokus gilt einfach da, dass wir uns in allen Phasen weiterentwickeln, dass wir auch in einem Moment des Erfolges dann einfach dranbleibt, nie aufhört, an Entwicklung, an Weiterentwicklung zu denken. Das sind ja unsere anderen genau so, dass wir nicht schaffen. Die haben ja auch alle den Anspruch, da hinzukommen, hinter Salzburg
und wo der Kampf um diesen zweiten Platz war, unser neuer Match mit Champions League Qualifikation, Spitze Europa League Gruppenfreiheit, der einfach da einen sehr, sehr guten Preis dann abgibt. Und das sind dann so Dinge, die mir wichtig ist, weil oft ist der Erfolg dann so auch ein Punkt, wo man dann natürlich nachlässig wird und das darf nicht passieren, da muss man immer dranbleiben. Und wir haben auch viele Spiele heuer gehabt und ein süßes Programm. Ähnlich wie die Austria haben das bis jetzt sehr, sehr gut gemeistert, punktemäßig. Wir haben einen Top-Transfer gehabt mit Rekord-Einnahmen für den Verein. Wenn Spieler in der Offensive immer wieder vorgehen müssen, immer wieder verändern müssen, die Mannschaft. Da braucht man nur ein bisschen Selbstbewusstsein zurück sein. Bei anderen Teams, die ähnliches Programm, ähnliche Ausfälle gehabt haben, die waren dann einmal 8-9 und so. Deshalb denke ich, sind wir ganz gut drinnen. Aber es wartet enorm intensiver Herbst auf uns. Da gilt es einfach dran zu bleiben. Big Points waren das für uns heute. Und da wollen wir weitermachen. Und am Ende werden wir dann sehen, wie gut unsere Leistung ist und welchen Land dass wir am Ende der Saison dann dafür bekommen. Aber Ziel ist immer eins nach anderem. Jetzt die erste Ziellinie ist der 6. Dann ist Halbierung. Dann wollen wir in einer super Position stehen für das Frühjahr, für die Meisterrunde. Und dann das Maximum raus, wenn wir aus der Liga rauskommen. Im Cup gibt es eine 1, dann ist es drinnen. Und international haben wir auch eine Grund und Mittelland eine heftige Ohrfeige gekriegt. Aus der werden wir lernen und uns jetzt den nächsten Tag gegen den Lazarum dann deutlich besser treffen können. Ja, aber es ist natürlich ein Spieler, bei dem das schon schneller funktionieren kann. Er hat eine richtig schwierige Phase für ihn jetzt gehabt. Nicht die Phase ist in der Ware, aber das Problem war, dass dass wir das gesamte medizinische Team, das ist ja auch gehabt, an seinem Punkt waren, wo wir nicht mehr genau gewusst haben, woher kommt das. Immer wieder das Training abbrechen müssen, immer wieder Belastungsreize dann nicht vertragen. Und hat dann in der ersten Woche der Länderspielpause Operation am Zahn gehabt, der Kiste unterm Weisheitszahn. Wurde ihm da rausgenommen und möglicherweise hat das diese Probleme, diese muskulären Probleme ausgelöst. Es geht ihm jetzt deutlich besser, hat schmerzfrei trainieren können, nahezu das gesamte Programm der letzten Woche mitgemacht. Aber natürlich verliert man einmal 11 Wochen kein Spiel, kein Belastungsreiz in der Reha. Hat ein schlechtes Start, unser Spiel ist eins, das sehr viel Intensität verlangt. Deshalb wird es noch ein bisschen brauchen, aber natürlich ist er mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine und mit seiner fußballerischen Qualität ein Spieler, der dann schneller zurückkommen kann wie andere. Und ja, wir brauchen ihn. Ich freue mich mal sehen, dass das einfach für den Kopf enorm schwer wird, dass alles gut richtig bergauf geht und dass er hoffentlich auch bald dann wieder zu verfügen ist. Noch eine Abschlussfrage. Ich habe es schon genannt. Danke.